فكر شوفه في أوروبا على التلفزيون، أوروبا سمحة. هما قالوا ساعة، قالوا أوروبا ألمانيا توا، ألمانيا اللي هي 2 و5 شهور. مشاكلي مشاكل كتير، أنا عندي مشاكل مع النازيين، عندي مشاكل مع البوليس. أوروبا شوفوها في التلفزيون أوروبا سمحة، بس أوروبا في الواقع لا، في ناس ما تحبش اللاجئين. Bundeskanzlerin Merkel hat die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen zur nationalen Aufgabe erklärt. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Insgesamt werden die Kosten für die Integration auf jährlich 20 Milliarden Euro geschätzt. Fast 2 Millionen Menschen sind allein 2015 zu uns gekommen und damit auch Probleme und Herausforderungen. In der sächsischen Stadt Bautzen flammen seit Wochen immer wieder Konflikte zwischen teils rechtsgerichteten Einwohnern und jungen Asylbewerbern auf. Gestern Abend eskalierte die Gewalt. Nach Polizeiangaben fingen die Flüchtlinge an. نرد نجري، نفتح عيون ونسكر عيون، ونقول أنا خلاص أنا انتهيت، أنا انتهيت، تقول أنا تو بطيح أنا بموت. Sie haben gezeigt, dass das unser Land ist, dass das unsere Stadt ist und dass wir uns dagegen zur Wehr setzen, wenn hier halbstarke Asylanten kommen und meinen, randalieren zu müssen. So wie es Trump vorgemacht hat, überall auf der Welt, sei es in Europa oder sei es in Amerika, regt sich der Widerstand gegen das linke Establishment. Bautzen ist vielleicht kein Nazi-Kiez, aber Bautzen ist ein nationaler Kiez. Und deswegen sage ich, liebe Bautzner, ihr könnt stolz auf euch sein. Die Regierung Merkel! Ich komme aus Syrien. Wir sind beste Freunde und beim Theater, wir sind Gegner. Das Stück ist Romeo und Julia mit deutschen und geflüchteten Jugendlichen. Mich könnt ihr haben, doch nicht meine Squad. Das gibt noch Beef. Ich war mein Gott. Ja. Jetzt werden wir die ganze Stadt fett. Das Problem rührt hauptsächlich daher, dass alle die ganze Zeit gleichzeitig auf der Platte sind. Und ich gesagt habe, okay, gut, dann mache ich jetzt einen Workshop, damit die Kinder weg von der Straße sind. Und hier ist die Linie. Jetzt sieht man sie gerade schlecht, später ist sie gerade geworden. Odori, Samiri, Makuzio. Und ich bin der Buseyong. Typa. في عركة بيناتنا عركي وعرفتوا كيف و المهم في النهاية وكل الموت هذه هي أنا Also bei mir ist nicht so schwer, weil ich habe Aufenthalt und ich bin mit meiner Familie. Aber bei Abudi, also er ist alleine. Er hat gar nichts. Er wohnt bis jetzt noch im Heim. Er kann nicht Praktikum machen, er kann nicht arbeiten, er kann nicht Ausbildung machen, er kann nicht eigentlich in die Schule gehen. Auch nicht in die DATS-Klasse, Deutschunterricht. بلاد بلاد الخير، ليبيا بلاد الخير. يا نحن كل الكل كنا نعيشوا بابا باتي وامي نحكي كنا 14 نعيشوا في حوش واحد. ربينا حتى حولي صغير. حولي صغير سميناه دوما. حياتنا سمحة أحلى حياة. جات صارت ثورة. بعدها واحد يكلمك في التلفون يقول أخوك توفى. فقدت باتي
وكلموني في التلفون قولي اخوك توفى في كورة مع جيراننا او الصغار طاحت علي طلقة هو في راسه انضربت حتى انا انضربت برصاص انضربت مرتين قاعدين نضحك ونلعب ومولين اغاني على الشوكة هيك فجأة درست علينا سيارة قاعدة ترمي فينا رمت علينا انا انضربت طريقتين في كراية طحت امي قالت لي عدي فعما قلت لها في مشية بس لأوروبا بس فرحت قالت لي عدي انقذ روحك خي ما تموت عديت ركبت بدمي بك مضروب كراعية وانا قاعد في الباخرة قاعد في جرافة صغيرة في 176 Also Abu Dhabi ist eigentlich gut, der Jung. Ja, also die manche Leute denken das nicht. لقوا صورة في 2012 بسلاح من فيس اليوتيوب Die Medien sprechen davon, dass die Flüchtlinge von einem Krieg geflüchtet sind. Das stimmt aber nicht. Die haben den Krieg in sich drin. Sie sind dafür verantwortlich. Ja, الصورة دي صورة بتاع البنت قدي دي قاعدة معايا دي الصورة دي فرح بتاع وليد جاري عارف اختها متجوزة رانا زفة رياضة بسلاحة ورياضة بعائلته ورياضة قاعد يرمي رياضة يطربك في خط روع الناس كل عبود إرهابي عبود إرهابي من واحد لواحد من نازي النازي الألمان أضمه في فوز حتى الضرب يجي يضرب تكلم حتى في البوليس البوليس ما يديلي في شيء لأن قاعد ما تكلمش في البوليس قاعد نحمي روحي بروح اللي يضربني نضرب كيفك؟ مش بك تاني عبود مش بدع عبودة مش بدع عبودة مش بدع نسير في البوليس أوكي Also er wurde ja in den Medien als Anführer der Krawalljugendlichen beschrieben. Das weiß ich jetzt nicht, das kann ich nicht einschätzen. Aber ich glaube, er ist halt jemand, wenn es Stress gibt, der nach vorne tritt. Und ich empfinde es immer, und alles, was ich mitgekriegt habe, habe ich immer als ein sehr ruhiges, beruhigendes nach vorne treten empfunden. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass alles gegen mich ist, dann fange ich auch an, Scheiße zu bauen und mich gegen Leute zu verhalten. Also es war auch auf dieser Demo so, dass sich die Rechten mit einem Meter Abstand einfach hinstellten und fangen dann an zu gucken und beschimpfen und irgendwann rastest du aus. Das würden wir alle tun und pubertierende Jungs umso mehr. Du hast ihn umgeknallt, was machst du jetzt danach? Zack, das. Und jetzt, was machst du jetzt? Arme Abudi. Ich bin schwer, ich bin schwer. Ich bin schwer, ich bin schwer. Liebe Allah, Musaade Talia. Liebe Sheikh. أنا أروح هنا من لب شيء لب أمي أخوتي كنا لب أوراق لب نقد لب نقر Abudi hat ein Abschiebungsverfahren am Hals. Das kann jederzeit passieren, dass er nicht mehr da ist. Der braucht einfach, um nicht abgeschoben zu werden, einen Praktikumsplatz mit Aussicht auf irgendwann kommt eine Ausbildung oder ein Job. Und das kommt nicht aus dem Nichts. Man darf nicht nur Arabisch, man darf nicht nur Englisch, man hat nicht nur Sprache. حتى عربية نحكي فيها وفي كلمات من أنا شعرفهم بالعربي. في مدرسة طبعا مدرسة ما قريتش عند قريت من سنة سادسة صف السادس وسيبت بعد خدمت أساس مستقبلي في ليبيا. Na, alles gut. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Ja. Ja, leider. Warum? Naja. Vermutlich, weil es wieder echt Nazis oder so gibt, aber es ist... Nazi? Ja, es ist kacke, aber... Ist die Band bereit? Ja. Sind wir bereit? Ja. Sind die Capulets bereit? Ja. Sind die Wanderbus bereit? Ja.
مشينا بطريق الموت وأزلنا الخوف من قلوبنا في بلاد الغرب انتشرتنا. Rädelsführer rastet aus. Erst vor gut einer Woche hatte es ja wieder Ausschreitungen zwischen Flüchtlingen und Deutschen in Bautzen gegeben. Und gestern Abend musste die Polizei nun schon wieder ausrücken. An einem Asylbewerberheim drohte ein Libyer, sich selbst etwas anzutun. Er hielt damit Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehr 5 Stunden lang in Atem. كيف فيني ساعدك عبودي؟ ما حتى أنا أقدر أساعدني. أسب أنا راجل صغير ما فهم شيء في الدنيا دي. تايه فيها. تايه عارف كلمة تايه شو؟ سارح.